Keine Sorge, wir zeigen euch heute, wie ihr eine Klausur sicher. Ein Erdbeben! Oh mein Gott! Hey und willkommen zu einer neuen Folge How to Survive. Eine Klassenarbeit steht an und ihr habt absolut keinen Durchblick, obwohl ihr gelernt habt? Dann keine Sorge, wir zeigen euch heute, wie ihr eine Klausur sicher überleben könnt. Wann schreibe ich die Klausur? Es gibt zwei Varianten. Einmal die rechtzeitig wissen, wann sie mit Lernen anfangen sollen und die, denen ein Nachmittag vor der Klausur einfällt, dass sie noch nichts gelernt haben. Welche Variante besser ist, brauche ich wohl nicht weiter zu erläutern. Krank schreiben lassen. Ja, zugegeben, nicht die beste Lösung, aber sie verschafft dir Zeit zum Lernen, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Oh, Mama, 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 meine Stirn ist ganz heiß, ich glaube, ich werde krank. Mama, machst du mir bitte ein Kamillentee und kannst du mich bitte krank schreiben? Lerngruppen. Der gemeinsame Austausch kann einen sehr positiven Effekt haben, wenn man dann auch bei den Themen bleibt, die in der Klassenarbeit vorkommen. Es ist aber auch eine Typfrage, wenn man für Lernen mit einer oder mehreren Personen geschaffen ist oder nicht. Das gilt übrigens auch für Beziehungen. Monogam, polygam, ach, es gibt doch so viele Möglichkeiten. Spicken. Ein gefährlicher Tipp, der auch gewaltig in die Hose gehen kann, genau wie Pommes mit Vanilleeis zu kombinieren. Aber für die Kurzfristigen unter euch ist es vielleicht eine Möglichkeit, das Schlimmste abzuwenden. Lernen. Es klingt simpel, aber wenn ihr anfangt zu lernen, sobald ihr das Datum der bevorstehenden Klassenarbeit habt, könnt ihr euch stressfreier vorbereiten, als wenn ihr euch irgendeinem Risiko wie Spicken aussetzt. Wir hoffen, euch können diese Tipps irgendwie helfen und vielleicht erkennt ihr euch ja auch wieder. Aber wenn alles nicht hilft und alle Arbeiten doch irgendwie sechs werden, könnt ihr immer noch YouTuber werden. Genau. Und schaut unbedingt wieder in die Infocard und in die Infobox, denn dort findet ihr die letzten Videos von Awesomeness TV und unsere Instagram-Seiten. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das ging jetzt schnell. Tschüss. Ja.